willkommen zu einer weiteren Ausgabe SB-Phase exklusiv. Wir befinden uns leider schon wieder in der SB-Phase. Die Phase 11 war einfach viel, viel zu kurz. Ich meine, Phase 11 war cool. Mit dem ganzen Kronos-Terminal und da haben wir auch viel herausgefunden und das war ein richtiger Brain. Ich meine, wir haben das ja schon vermutet, dass Karen da irgendwas in der Vergangenheit gemacht hat, nachdem wir zum ersten Mal am Kunator waren, nach Setos Tod. Da haben wir ja schon mal sowas gesehen, dann habe ich es aber wieder schon fast vergessen, was da passiert ist. Und jetzt kam es ja nochmal zur Sprache, dass wahrscheinlich der gute Yakumo getötet worden ist von niemand Geringerem als Karen, der sich jetzt als Yakumo ausgegeben hat und einfach mal in unserem Familiengrab ein Schlummerschläfchen hält. Und da frage ich mich, ob er jetzt mit uns verwandt ist oder nicht. Also wäre Luca ja sozusagen unser Onkel oder ich weiß es nicht. Warum ist Karen in die Vergangenheit gereist und warum 2000 Jahre zurück? Ja, um die Macht an sich zu reißen, Tsugumi. Sieht nicht so aus, als hättest du etwas. Oh, tut mir leid, Tsugumi. Es war alles ausverkauft. Du hast irgendwie schon alles. So. Die wollen alle hier Vertrauensepisoden. Was sagen denn die hier? Major General Fubuki wird offenbar weiter nach Major General Karen suchen. Selbst ich kann Karen nicht aufspüren. Ich habe überall nachgesehen, aber er ist wirklich verschwunden. Ja, der ist ja auch durch die Zeit gereist, Leute. Der hat uns doch die Kräfte gestohlen. So. Ich überlege gerade, soll ich hier mit Hanabi anfangen? Oder ich gucke gerade nochmal rum. Nee, Kasane hat auch natürlich eine Vertrauensepisode. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob ich hier irgendwelche Geschenke noch mitnehmen kann, bevor ich die Leute anspreche. Und ich versuche es mal bei Tsugumi, die irgendwie aufzuwerten. Ich glaube, bei der fehlt nicht mehr viel. So, hier Tsugumi. Gib mir Stufe 6. Really? Ja. I'm so happy. Danke. Bitte, Tsugumi. So, wo ist sie? Kriegt direkt noch ein Geschenk. Schenkt ihr jetzt so lange, bis ich Stufe 6 habe. Sind jetzt zwar nur zwei Pflänzchen mit einem großen, dicken Herz, aber mal gucken, ob das schon reicht. Really? I'm so happy. Yay! Danke. Bitte, Tsugumi, bitte gib mir Vertrauensstufe 6. Nein, warum nicht? Okay. Dann gucken wir mal. Ich konnte mir das doch noch mehr leisten, ne? Ich glaube, da macht es auch Sinn, die Geschenke mit dem großen, dicken, roten Herz zu nehmen. Ja, hier, ich kaufe dir jetzt so viele Blumengemälde, dass sie gar nicht mehr weiß, wohin damit. Ah, okay, die kann ich leider nicht mehr kaufen, die andere. Dann kriegt sie halt Copy and Paste-mäßig einfach immer das gleiche Geschenk. Und sie freut sich aber auch immer gleich darüber. Das ist ja das Großartige daran. Ah, ich hoffe, dass das jetzt ausreicht, dass sie uns Vertrauensstufe 6 gibt. Really? Ja, ja, ja. I'm so happy. Na los, komm, Tsugumi. Täglich grüßt. Kriegst schon wieder ein Blumengemälde von mir. Wie so Raubkopien, das ist immer... Obwohl. Kann ja auch sein, dass wir es selber gemalt haben. Oh. Obwohl, es ist ja eigentlich gar kein Gemälde, wenn ich sehe, dass das da hinten steht. Warum heißt das dann Blumengemälde? Ist das Übersetzungsfehler oder... Komm, Tsugumi. Gib mir Vertrauensstufe 6. Nein! Nee, Kagedo, mit dir will ich doch gar nicht reden.
Was sieht sehr lustig aus, wie er uns hier vollschallert. Aber ich möchte einfach nur zu Gummi betütteln. Komm, bitte, sonst muss ich noch mal eins kaufen. Really? I'm so happy. Na komm, zu Gummi. I told you before, you should take care of yourself, but you don't have to worry about it. What? Why? I still want you to take care of yourself, but I found a better way. Don't laugh, okay? Wir werden ganz sicher nicht lachen. Nein, nein, nein. I will water you. I'm going to take care of you. I won't laugh. Thank you. Ja, es hat funktioniert. Vertrauensstufe 6 mit Tsugumi erreicht. Hurra! Endlich, wir haben ihr ziemlich viel schenken müssen, dass das mal funktioniert hat. Oh, erhöhte Schmettereffektivität und Beuterate. Bei aktivem SRS kannst du die gegnerischen Schmetteranzeige noch weiter leeren und das Besiegen vom Gegner bewirkt immer, dass der ein Objekt fallen lässt. Oh, das ist cool. Aber nur bei aktivem SRS. Ich benutze ja nicht so häufig die Hellsicht. Tsugumis Barkeeper-Puppe verschenkt. You and I are closer now. Right? That makes me happy. Ja, mich doch auch. I'm happy too. I'm glad we're together. Okay, süß. Jetzt haben wir hier nicht nur Hanabis Puppe, sondern auch Tsugumis. Aber was sagt Hanabi? Ich werde bei dir sein, Yuito. Alle werden hier sein. Deine Mutter wird die ganze Zeit in deinem Herzen sein. Das ist sehr lieb von dir. Sternenhimmelvision. Dieses Gerät stellt die zahllosen glitzernden Sterne des Nachthimmels als Projektion dar. Wegen der Auswirkungen des Extinktionsgürtels kann man das All nicht mehr beobachten. Daher basiert diese Galaxiensimulation auf Thesen ausgehend von sichtbaren Mustern und Daten alter Dokumente. Das ist ziemlich romantisch. Schön. Die Sterne sind so romantisch, als wäre das Universum im Versteck zum Leben erwacht. Ah, sie findet es also auch romantisch. Hanabi, Hanabi. Wir können unter den Sternen gucken. Abseits des Extinktionsgürtels ist der Himmel so wunderschön. Hoffentlich kann ich ihn irgendwann mal sehen. Mit dir zusammen. Oh, das ist eine offizielle Einladung zu einem Date. Hanabi. I guess I should talk to Shida. Nee, wir wollen jetzt erstmal mit Hanabi die Vertrauensepisode. Vielleicht kommt da noch was total Romantisches, hm? Hey, Yuito. Wanna take a walk around Suo with me? Ja, klar. Okay. I was just looking to blow off some steam. Great. Let's go then. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich glaube, mit Hanabi haben wir schon die höchste Stufe. Und das jetzt die letzte Vertrauensepisode ist von ihr. Das wäre ja voll cool. I mean, I wouldn't say we've reached peace yet, but it's still relaxing to walk around this city. Yeah. I really like Suo. It calms me down when I'm stressed. Me too. I hope we can truly attain peace one day. In our next story, new information has been uncovered regarding the inhumane experiments conducted at the OSF hospital. That news. OSF hospital chairman Yanagi Ichijo had denied any involvement. Oh nein, wie doof. But among the leaked data
included documents signed by Mr. Ichijo himself. Na toll. It's unlikely that the 10 members implicated in these accusations, including Mr. Ichijo, will be able to avoid any fallout. Ach, ein armer Hanabi. It seems like the researcher we saved came through. Yeah. The Ichijo family name could be ruined now, but that's better than thriving through evil deeds. How is your family doing? Have your parents experienced any blowback? No. I contacted them, but they really didn't know anything about it. They were actually worried for me that the OSF might try something. I'm glad they're okay. Yeah. I'm so relieved, because for a second I was worried they could be involved. Maybe I'll go visit them soon. Oh, was war das? What was that sound? It sounded like a crash. Let's go check it out. Angehört. Over there, an accident. Oh, nicht, dass es der Onkel ist, der das jetzt selber gehört hat. That's unusual. Excuse me. Do you know what happened here? It seems like the car's auto drive program malfunctioned. Toll. The rescue team hasn't shown up yet. Are you with the OSF? I guess that means you can't really do anything. Doch. Let's get a closer look. Yeah, there might be something we can do. Also hallo, wir kämpfen gegen andere. My son is in one of the cars. Oh. Wie ist die denn rausgekommen? There's smoke coming from the engine. The kid could be in danger unless we get him out. We don't have time to wait for the rescue team. Let's do what we can. Help! Just hold on a little longer for us. We're going to get you out of there soon. It's locked. Can you remove the door with your psychokinesis? I could, but I might accidentally hurt the kid if I try to force it open. If only there was a way we could open it more gently. Okay, I'll try then. What are you going to do? I'm going to use my pyrokinesis to see if I can melt one of the parts inside of the door. That should make it come off easier. Okay, do it. Am I going to die? Nein. Don't worry. We're going to save you. Trust me. Can you back away from the door for me? Allerdings, bei einem, okay. Bei einem rauchenden Auto jetzt Pyrokinese? Yuito, you're up. Got it. Hätte jetzt auch blöd sein können. Good job. Your mom is waiting for you. Mom! Wie auch immer die aus dem Auto gekommen ist ohne ihr Kind. Thank you so much. I really can't thank you enough. Please, you don't need to thank us. I'm glad your son is safe. Thank you for saving me. Hey, I saw what happened. The OSF sure is amazing. Let's hear it for the Scarlet Guardians. Yay. What? When did this crowd gather? Everyone, please step back. It's still dangerous. Rescue team just arrived. I think we can leave the rest to them. As much as I want to see this through to the end, we should leave before the crow show up and get in the way. Whew. You were really cool. You acted so decisively, even when that was our first time dealing with an accident. What? No, I didn't. I was just desperately trying to save that boy. Well, I still think that's cool. Thanks. I think I figured out what I want to do. You finally got your answer? Yeah. I had an idea, but today really solidified it. I want to protect what I love. Though, I don't mean someone specific. Nicht? I love this city, and the people who live here. And I want to protect all of them. I don't want any of them to suffer. I agree. I'm done with all this sadness that keeps happening. That's why I want to change the OSF first, so that what my uncle did will never happen again. I mean, they call us the Scarlet Guardians. We need to live up to our name. Guardians? Just like you were back there. Don't tease. But you might be right. Protecting people doesn't just mean fighting. I mean, even if we get rid of all the others in the world someday, accidents like that will still happen.
Das stimmt. Get rid of them all. I never thought that far ahead before, but you're right. In other words, our fighting ends when we defeat all our enemies. But protecting people is a job that will never end. Wow. I'm so impressed that you'd think so far ahead. I'm proud to be your childhood friend. I mean, it might be a big endeavor, but I plan to start little by little. Besides, I only started thinking about these kinds of things because of you. I didn't have any ideals up until now. Seeing you run ahead, I wanted to catch up and run beside you. Then I finally found the path I was looking for. What? I never thought for a second I was running ahead of you. Since I came in as a volunteer soldier, I've always been frantically trying to catch up to you. Ooh. Then I guess we both helped each other grow. Let's go with that. Both of us will keep moving forward. Yes. This is the all-important first step after all. Yuito? Huh? What is it? Oh, jetzt. There's something I want to tell you. Yeah. I feel like I finally caught up to you. Nein, sagst du's jetzt. It's a secret until the time comes. Ah, ich glaube, das ist ziemlich eindeutig. I don't really understand. Ach, Yuito, du Lappen. Okay. I'll wait. Thank you. Well, I'm going on ahead. Da wird er ziemlich überrascht sein. Hey, wait up! Oh, she's already gone. That's so Hanabi. Okay, das war tatsächlich die letzte Vertrauensepisode mit Hanabi, weil ich gerade eine Trophäe gekriegt habe, die ihr wahrscheinlich nicht sehen werdet, weil das nicht mit aufgenommen wird von der PlayStation. Aber das... Okay, das ist ziemlich cool. Oh. Moment, was? Lass uns danach ausgehen. Möchtest du irgendwas unternehmen, wenn sich die Lage beruhigt hat? Oh, wir sollten uns ein Baseballspiel ansehen. Okay, Hanabi ist jetzt schon wieder sehr offensiv. Ja, ich habe schon lange kein Spiel mehr gesehen. Du hast Sport schon immer gemocht. Wir sollten alle fragen, ob sie mitkommen wollen. Ja. Jeder kann mitkommen, du bist immer so. Aber das ist eine deiner guten Eigenschaften. Ich kann das kaum erwarten, das wird super. Und jetzt sitzt sie so vor ihrem Handy so, scheiße. Ich will nicht, dass sie da mitkommt, aber was soll ich jetzt sagen, ohne dass das direkt auffliegt. Och, Yuito, du Hohlbirne. Ich wollte ein Date mit dir. Du wolltest doch auch mit der Tsugumi mal irgendwo hin oder so. War das nicht so? Pflanzen sammeln oder irgendwie. Dann kannst du doch mit der Hanabi doch auch einmal alleine zum Sport gehen. Wenn du mit Papa Gemma und Bruder Luca irgendwo zum Sport gehen willst, dann kannst du das doch mit denen alleine machen. Oh, Menno. Okay, da sind auch hier fast die Vater und Tochter. Das sieht süß aus. Den gönne ich auch. Ihre nette Beziehung zueinander. Aber Kagero ist und bleibt ein Verräter. Und da sehen wir auch, was wir Hanabi geschenkt haben. So, Arashi, was sagst du denn? Karen hatte ambitionierte Ideen. Ich frage mich, was Fubuki wohl denken würde, wenn er die Wahrheit wüsste. Ach, sie macht sich Gedanken um ihren Bruder. Ah, die Game Grab Tasche. Die Surprising Bag schlechthin. You have a good eye. Danke, das Spiel hätte ich mir sonst nicht gekauft. Barkis Adventure. Spielst du das selbst, Yuito? Ja, bei Barkis Adventure könnte man das ja fast vermuten, ne? So, dann kriegt sie noch das Subculture-Magazin Poch.
Diese monatliche Zeitschrift konzentriert sich auf Subkulturen. Es wird ein breites Spektrum an Informationen behandelt, darunter Inhalte, Trends und Musik von Dingen wie Zeichentrickfilmen und Spielen. In der aktuellen Ausgabe finden sich 10 Seiten voller Fotografien der Ruinen Kikuchiba. Besonderen Dank an die AAS für die Fotokooperation. Okay. Sehr begeistert. Ich bin daran zwar nicht besonders interessiert, aber beim Lesen stößt man immer wieder auf interessante Dinge. Okay, habe ich direkt richtig gedeutet. Dieses war jetzt nicht gerade begeisterungswürdig. Aber sie liest es direkt. Sie liest es direkt. Also kann es ja nicht so uninteressant sein, Adachi. Das sind die Bücher von heute. Finde ich eigentlich schade. Ein Buch in der Hand zu haben, ist doch viel schöner. Jetzt kriegt sie auch noch den großen Satz an Cola-Flaschen. Im Endeffekt bin ich mir aber sicher, dass in der Vertrauensepisode sie gesagt hat, dass Limo ihre Lieblingsgetränke sind. Oder das wurde falsch übersetzt. You know what I like. Thanks. Oh, das war aber jetzt sehr inbrünstig. You know what I like. Vielen Dank, Yuito. Cola ist mein Energiespender. Davon bekomme ich nie genug. Aber dann kann sie sich ja die Hand geben mit Frankie. Ich mache täglich eine Menge mit. Also sei bitte nicht pingelig. Ach, könntest du vielleicht das Leergut wegräumen, wo du schon mal da bist? Hallo? Sind wir dein Sklave oder so, Adachi? Bring den Scheiß selber raus. Sei nicht so nicht emanzipiert. Ja, und jetzt steht da auch direkt die Colaflasche neben ihr. Oh Mann. Gut. Dann würde ich sagen, war das sehr aufschlussreich und auch jetzt gerade zum Schluss noch sehr lustig mit Adachi. Aber ihr Leergut kann sie gerne selber wegbringen. Und ja, ich denke, das nächste Mal wird es auf jeden Fall in der SB-Phase noch weitergehen. Deswegen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.